zum zweiten Teil der Baureihe der Skyrider-Drohne. In diesem Bauschritt haben wir die LEDs in die Arme montiert. Ich habe hier mein kleines Malheur wieder in Ordnung gebracht. Und zwar hatte ich diese Gelenke falsch rum angebracht. Ein netter Zuschauer hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und er hatte recht, jetzt im neuen Heft sind viel bessere Bilder drin. Und das haben wir direkt dann gelöst. Genau, was dann noch dabei war, waren wieder eine Schraube und eine Mutter für die Props und eine Glocke für den Motor. Da noch nicht die andere Elektronik für die Motoren da ist und wir noch nicht alle Propeller haben, werde ich den Bauschritt nicht umsetzen, wie im Heft beschrieben, weil es für mich einfach persönlich wenig Sinn macht, den Prop schon auf die Glocke zu montieren. Weil wenn wir später den Copter testen und einstellen, können die Props ziemlich gefährlich werden, deswegen lasse ich die immer weg, bevor es zum Erstflug kommt. Genau, ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß bei dem kurzen Video und ich hoffe, dass beim nächsten Mal mehr dabei ist. Die Schwierigkeit für mich ist jetzt, dass ich spiegelverkehrt bauen muss, weil ich die Kamera anders aufbauen musste. Ich bin ziemlich auf dem Balkon, weil es schönes Wetter ist und deswegen wollte ich das mal draußen machen. So, Teil 2, wieder eine schöne Bauanleitung. Und hier geht es dann nämlich auch schon um das Propellerwuchten. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon anfange, weil es ja nur einer da ist, oder ob ich das mache, wenn alle da sind. Wie man links und rechts fliegt, übt und eine Orientierung. Und da geht es auch schon los. Okay, das wird gleich ein bisschen friemelig, aber hier ist schon mal ein besseres Bild zu den Armen. Und da werde ich gleich mal nachschauen. No. Ich komme die Beleuchtung an die Arme zum Fliegen. Das sieht man hier unten. Ich einmal aus. Die Glocke lasse ich jetzt nochmal verpackt. Also ich hätte mit der zweiten Lieferung mit ein bisschen anderen Teilen gerechnet, aber ich bin trotzdem zufrieden, dass jetzt ein bisschen Elektronik mit ins Spiel kommt. So, und der nette Zuschauer hatte recht, ich habe das Ganze falsch rum aufgebaut. Ich habe es so rum aufgebaut, wie ich dachte, dass es logisch ist, aber beim genaueren Hinsehen, klar, hier würde das ja gar nicht halten. Deswegen müssen wir die ganze Sache umdrehen. Und zwar statt so, achtet auf diesen Rand. So. Jetzt habe ich beide umgebaut. Jetzt ist das richtig. Setzen wir hier die Platine ein und legen das Kabel hier unten einmal durch. So, jetzt ist die LED hier drin. Hier ist der eine Stecker und hier ist der andere. Jetzt nehmen wir uns noch eine Abdeckung und die kurzen Schrauben und unseren mitgelieferten Schraubendreher. Stecken das hier drüber, so dass das hier passt mit den LEDs. Nehmen die kurzen Kreuzschlitz und drehen die vorsichtig rein. Dann nehmen wir uns die blaue, stecken wir den zusammen, darauf achten, dass Rot an Rot und Schwarz an Schwarz kommt. Und zwar so. Dann die LEDs nach unten gerichtet. Und einpassen an die Löcher. Dann brauchen wir diese Abdeckung mit
drauf gesteckt und festgeschraubt mit den langen. Für den zweiten Motorarm gilt jetzt das gleiche, und zwar nehmen wir die rote, da ist das R angepinnt. Hier haben wir ja noch nicht den Mittelteil, deswegen wird es einfach nur so durchgesteckt. Und montiert. So sehen jetzt beide Arme aus. Der eine ist mit der roten und der eine mit der blauen. Hier ist noch das Kabel dran und hier ist das Kabel vom anderen Arm. Macht einen schönen, stabilen Eindruck. Was über ist jetzt die Abdeckung und die kleinen Schrauben, die wieder gut aufbewahren. Was ich jetzt mit euch nicht durchgehen werde, ist die Motorglocke. Das machen wir, wenn die anderen Teile vom Motor da sind. Das finde ich einfach logischer. Und dann, wenn alle Props da sind, beuchten wir auch alle gemeinsam, weil das macht schon ein bisschen Arbeit. Und ich würde euch empfehlen, das zusammen zu machen. Genau, dann ist der Teil schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen kurz war. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass mal wieder ein bisschen mehr drin ist. Leider gibt es dafür auch keine Vorschau. Aber wir hoffen mal, dass das nächste Mal was Schönes dabei ist. Tschüss! Jetzt haben wir Lieferung 2 gebaut. Jetzt kommen wir auch zu Lieferung 3 schon. Da die sehr aufeinanderfolgend geliefert wurden, fangen wir jetzt direkt mit Lieferung 3 an. Ins Heft hinein. Hier geht es jetzt um das kontrollierte Kreisfliegen. Wieder ein kleiner Einblick in die Fliegerei, wie was gesteuert wird. Eine 8 soll geflogen werden, das kommt hinzu als nächster Schwierigkeitsgrad. Und verschiedene Trainingseinheiten, die man dann mit der Drohne oder dem Kopter dann ausführen kann. Aber dazu kommen wir erst ausführlicher, wenn wir dann den fertigen Kopter vor uns stehen haben. Es wird auch einen manuellen Modus geben, was mich sehr überrascht hat, aber was ich super finde. Dann haben wir hier einen Überblick von dem, was wir jetzt schon gebaut haben. Das ist einmal der Prop, die Schutzkappe hier, die ist hier nochmal zu sehen, die Kufe, ein Prop-Saver, die zwei Arme und die Motorglocke, die aber natürlich ich noch nicht mit dem Prop befestigt habe, weil das meiner Meinung nach keinen Sinn macht erstmal. Schauen wir mal, was in dem Paket denn alles so drin war. Das fragt ihr euch bestimmt. Außer ihr habt es gerade vor euch liegen. Also in dem neuen Paket waren einfach nochmal LEDs. Drei LEDs für den zweiten Arm. Die fehlen hier ja noch. Ein paar Kleinteile noch. Die Abdeckungen und Schrauben. Der lang ersehnte andere Teil vom Motor. Zwei Klettbänder für den Akku. Imbusswerkzeug, was wir dann jetzt gleich brauchen werden. Und noch ein Prop. Dann haben wir ja schon zwei, fehlen nur noch zwei. Und dann können wir bald auch anfangen, die dann zu wuchten. Den lege ich jetzt erstmal wieder in meine Kiste, weil der ist so schön geschützt und den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Im nächsten Schritt geht es um den Arm, den wir schon fast vollständig montiert haben. Hier sind die LEDs schon beide drin und hier oben fehlen nur noch, und hier hinten fehlen nur noch zwei Abdeckungen. Ich denke, da kommen wir dann auch gleich zu. Wir haben ja noch die große Abdeckung. Ich vermute, die kommt erst drauf, wenn wir den Motor montieren. Der Tüte sind außerdem noch Teile für den Motor, dass wir den gleich zusammenbauen können. Wer noch nie einen Brushless-Motor in der Hand hatte, sollte sich vielleicht von jemandem helfen lassen, weil es nicht immer ganz so einfach ist, das zusammenzubauen, wenn man gar nicht weiß, wie das so funktioniert.
Ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher rangeholt, weil die Teile doch recht klein sind. Das sind wahrscheinlich die Motorschrauben. Mal hier lesen kurz. Einfach nur 4 Schrauben im 3x10. Okay. Gehen die jetzt nicht näher drauf ein. Als erstes befestigen wir hier dieses Teil. Das wird einfach nur reingeklipst. Und zwar von hier. So. Und fest. Das war's schon. Dann kommen wir zu unserer Motorglocke. Hier drin sind so Magneten und am anderen Teil sind so Spulen gewickelt mit Draht. Durch eine magnetische Wirkung wird das angetrieben. Das ist eine Wechselwirkung. Und man merkt auch schon, dass da Magneten drin sind. Ich prüfe nochmal vorher, ob alle fest sind, aber das ist der Fall. Falls eins locker ist von diesen Magneten, bitte nicht damit fliegen. Das kann richtig gefährlich werden. So, dann stecken wir die beiden mal zusammen. Achso, und kontrolliert die Windungen. Das sind diese Windungen, sind die Teile sozusagen, die hier rumgehen mit dem Lackdraht. Kontrolliert einfach nur mal kurz, ob alles richtig aussieht, da nichts vielleicht kaputt ist, und dann stecken wir es mal drauf. So. Und schon lässt sich der Motor drehen. Hier ist so ein kleines Loch, da kommt dann gleich die Madenschraube rein. Vorher hole ich hier noch die Imbus raus. Das könnt ihr auch schon wieder wegtun. Ein 2mm und ein 3mm Imbusschlüssel. Machen wir jetzt erstmal hier den Motor fest. So brauchen wir einmal die Unterlegscheibe hier oder den Abstandsring und einen Sicherungsring. Den stecken wir hier einmal den Abstandshalter sozusagen drauf. Schön aufpassen, dass er nach unten auffällt. Dann ist hier oben so eine kleine Nut, die seht ihr jetzt garantiert nicht. Aber wenn ihr das Bauteil vor euch habt, seht ihr die hundertprozentig. Und ihr nehmt den Ring, drückt diesen drauf. Das ist etwas schwieriger. Deswegen ist es mir auch ein Rätsel, dass man sowas anbietet. Dieser kleine Sicherungsring hält am Ende euren ganzen Kopter. Deswegen solltet ihr euch eventuell Hilfe dazu holen. Wir haben jetzt mal eine Spitzzange zur Hilfe geholt. So, jetzt habe ich ihn drauf. Also selbst für mich als erfahrene Modellbauerin ist das, die ich schon mal sowas gemacht habe, ist das ziemlich schwierig. Und ich vermeide es, sowas zu machen, weil ich auch nicht das spezielle Werkzeug dafür besitze. Aber jetzt ist der Spline drin. Also fest, nur ganz wenig Spiel. Und dann ist der Motor auch schon fertig. Die Made ist ja auch drin. Und zu guter Letzt machen wir jetzt diese LEDs noch in den zweiten Motorrahmen fest. Und dann sieht man hier nochmal schön, wie das dann aussieht am Ende im Flug. Also nehmen wir uns diesen Arm und hier kommt das Ganze hin. Noch vom letzten Mal. Abdeckplatte, die brauchen wir jetzt. Die anderen Schrauben tue ich erstmal weg. Das fädeln wir jetzt wieder durch. Dann
verbinde ich die Stecker, schwarz an schwarz, rot an rot. Deckel drauf, Schraubendreher und die zwei Schrauben. Dann ist dieser Arm schon fertig. Jetzt haben wir beide Arme mit Kabel. Der eine hier ist länger. Okay. Haben wir jetzt hier noch eine Abdeckung drüber. Die wird wahrscheinlich beim nächsten Mal auch dabei sein. Und von oben sehen beide gleich aus. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dass da noch mal ein paar Props dabei sind. Und noch mal zwei Arme vielleicht. Oder einen Arm, je nachdem. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und ich würde mich auch mega doll über einen Kommentar freuen oder über eine nette Nachricht. Tschüss!